Listen to me now. Besuch in meinem Laden in Mattersburg. Inge Posch-Kruska, die Vorsitzende des Vereins für Anliegen von Menschen in der Gesellschaft, zu dem auch mein Laden gehört, besuchte den Shop von meinem Laden in Mattersburg. Mit ihr kamen auch die Landesrätin Magistra Astrid Eisenkopf, die Nationalrätinnen Gabriele Heine-Schossek und Claudia Friedl, die beiden Landtagsabgeordneten Edith Sack und Doris Prohaska sowie Renate Tomasowitz vom AMS Mattersburg. Begrüßt wurden sie von Christoph Heider, dem Geschäftsführer von Mein Laden. Nach einer kurzen Ansprache, in der Heider über Mein Laden sprach und Mitarbeiter vorstellte, konnten sich die Besucher vom Angebot des Geschäfts überzeugen. Die Politiker zeigten sich beeindruckt von den Leistungen, die Christoph Heider mit seinem Team erbringt. Die sind mit Dekorieren, sind die mit dir. Das ist alles die Monika. Die das ist nämlich viel Fläche. Ja, also es ist. Ja, aber vom Wetter, das ist so laut. Dann darf ich euch jetzt mal alle herzlich begrüßen in meinen Laden. Das ist nicht, weil es mein Laden ist, sondern weil der wirklich mein Laden heißt. Auf unserer Burgenlandtag mit der Gabi. Für die Mitarbeiterinnen. Von meinem Laden, sag ich doch, die Gabi Heine-Schossek wird sicherlich noch kennen. Die war Ministerin und ist jetzt Frauenvorsitzende und Nationalrätin. Und die Astrid Eisenkopf kennt sicher, weil die war eh schon mal bei uns da. Landesrätin Astrid Eisenkopf und Frauenvorsitzende. Und dann freue ich mich ganz stark, dass die Doris Prohaska und die Edith Sack Landtagsabgeordneten Zeit genommen haben, dass sie da sind bei uns und die Nationalrätin Claudia Friedl. Heute ist die Renate Tomasowitz, die Renate ist unsere Betreuerin vom AMS. Wir sind nämlich auch ein gefördertes Projekt vom Arbeitsmarktservice und daher gibt es auch dieses Projekt, weil wir da Förderungen kriegen. Sinn von meinem Laden ist an und für sich das, was die große Politik nicht zusammenbringt, nämlich eine gerechte Steuerverteilung machen wir, eine gerechte Materialverteilung auf kleinster Ebene. Und zwar geht es bei uns darum, dass Leute, die zu viel haben, das herbringen können, die kriegen eine herzliche Begrüßung, kriegen ein Dankeschön, ein herzliches und Menschen, die wenig haben im Leben, können da günstig einkaufen kommen. Wir haben, so wie wir das dir schon mal erzählt haben, glaube ich, so VIP-Karten, das heißt, die besonders wichtigen Personen bei uns kriegen eine VIP-Karte, die können dann noch mehr ein bisschen günstiger einkaufen. Und dann haben wir ein zweites Standbein, das ist ein Übersiedlungstransport, das heißt, wenn wer übersiedeln will, übersiedeln muss, wenn Kinder nach Wien aufziehen oder so, sind unsere Männer da, die übersiedeln helfen. Und das dritte Standbein, was wir haben, heißt fix und fertig. Stimmt das jetzt? Schon wieder nicht. Fixi, so Kraus und Gartenkirchen. Ich sage immer fix und Foxy, wenn ich nicht das erzähle. Und daher merkt man nie, wie es heißt. Ja, deswegen werden wir es jetzt unter auf, weil das echt lieber ist, fix und Foxy. Das ist jedenfalls ein Haus- und Gartenservice, das dritte. Fotografieren. Und wir haben bei diesem dritten Projekt, das haben wir wirklich deswegen angelegt, dass im Bezirk Mattersburg neben uns sind gleich die Heinzelfrauen, ich weiß nicht, ob das bei meiner geht, ja, gesehen ja. Und die Heinzelfrauen ist auch ein Beschäftigungsprojekt und es gibt jetzt zwei Projekte für Frauen und für die Männer hat es eigentlich gar nichts gegeben. Jetzt haben wir uns eben das dritte Projekt, das dritte Standbein dann für die Männer überlegt. Und dieses Haus- und Gartenservice kommt sehr gut an, das muss man wirklich sagen. Es ist so, dass zwar die Vorgaben, die wir gekriegt haben, und das haben wir heute schon mal gehört im Butza, dass eben diese Vorgaben mit Verwicklungsquote und so, die wir gekriegt haben, sehr, sehr toll bemessen sind. Jetzt haben sie unsere Mitarbeiter ausgerechnet, wenn wir diese Vorgaben erfüllen wollten. Wir verlangen 10 Euro, haben wir bis jetzt verlangt, und 12 Euro verlangen wir sonst in der Stunde für Haus- und Gartenservice. Deswegen auch so günstig, weil es notwendig ist, für Frauen, die zum Beispiel allein sind oder mal schon weggestorben sind, da haben das nicht mehr richten kann oder das nicht mehr machen kann. Und dass die halt die Unterstützung kriegen. Und wenn wir aber mit dem Preis aufgegangen sind, dann hätten sie genau die Frauen, die es nicht mehr leisten oder die Menschen, die es nicht mehr leisten, wenn wir teurer werden. Und wenn wir mit dem Preis weiterarbeiten, müssen unsere Leute eigentlich rund um die Uhr arbeiten und am Wochenende auch, damit wir das, was uns AMS vorschreibt, da erfüllen können. Also das ist zwar, jetzt gehen wir aber mit dem, was wir im Laden einnehmen, das eigentlich eh ausgleichen. Und was halt immer wieder mein großer Diskussionspunkt ist, unser Projekt ist nicht nur dazu da, dass wir jetzt quasi Gewinne erwirtschaften, was wir anmessen, was ich auch verstehe, dass es notwendig ist,
sondern ist wirklich ein Sozialprojekt, auch vom Angebot her. Und auch das ist schon was wir ziemlich stark stehen. Und wie wir leider aber zurzeit beschäftigt sind, das wird alles der Grieder zu hören, der Krise mit unserem Geschäftsführer. Ich bin immer noch sicher, was auch wichtig tut, wenn es kurz vorbeikommt. Aber der Krieger ist wirklich der, der vor Ort steht, mit einem tollen Team von Schlüsselkräften, das wir haben. Und der Krieger kann jetzt ist über die Zahlen, wer jetzt alle da ist und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die besser sind. Danke, Inge. Danke, Inge. Im Prinzip, ja, die Inge hat schon gesagt, drei Standbeine haben wir. Wir befinden uns hier im Second-Hand-Laden. Ich möchte darauf eingehen, weil da möchte ich darauf hinweisen, dass alles hier geschenkt ist, beziehungsweise das Spenden sind, wir kaufen da nichts zu. Das heißt, einzig, dass wir das aufbereiten, das heißt, polieren, waschen, herrichten, auch dekorieren. Da bin ich unseren Damen sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, dass ein bisschen eine Fingerspitzenführung, ich kenne es jetzt nicht. Ja, aber wie gesagt, es ist nichts zugekauft. Und die zwei weiteren Standbeine, da sieht man auch, dass das sehr, sehr gut ausgelastet ist, weil Sie sehen, dass auch keine Männer da sind. Das heißt, früher, Herbst und im Sommer natürlich sind wir sehr, sehr ausgelastet. Und Winter naturgemäß ist dann ein bisschen weniger, aber momentan fahren wir auf Full Last und ja, deswegen auch, wer sich schon gewundert hat, warum nur Damen da sind. Gut, im Prinzip möchte ich auch da zu den, wie man eine Kleinigkeit herkriegt, ich weiß, ich habe schon was gegessen, aber trotzdem haben sie unsere Damen nicht nehmen lassen, dass ein bisschen was herrichten. Auch dieses möchte ich auch erwähnen, es ist selbst gemacht. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, dass trotzdem was kostet, zumindest. Und ja, ich darf vielleicht noch unsere Damen auch vorstellen. Ja. Dass, bitte nicht misszuverstehen. Also, wir haben natürlich Transitarbeitskräfte und Schlüsselarbeitskräfte. Bitte wundert euch auch nicht, wir sind alle per Du, wir pflegen das hier und auf das sind wir sehr stolz, weil ich finde, es bedarf kein per Sie, dass man irgendwie miteinander arbeiten kann, genau. Und ich darf vielleicht bei den Schlüsselkräften anfangen, die Dame, die hauptsächlich verantwortlich ist, die auch die Shop-Verantwortliche ist, ist die Frau Monika Flake, tritt vielleicht einen Schritt vor, Monika. Eine Dame im Büro und die meine Stellvertreterin ist, die Susanne Schachinger, natürlich auch. Wir sind natürlich alle verantwortlich, dass das heute so hier abläuft und so stattfinden kann. Dann haben wir eine sozusagen neue Sozialpädagogin, also die ist noch sehr frisch im Team. Ja. Übrigens Eva-Maria Kruspersky, ihr Name. Dann der Helmut Bahr ist auf Urlaub die Woche. Der Helmut ist Arbeitsanleiter für die Männer. Mhm. Gut, und dann haben wir noch einige Damen von den Schlüsselkräften. Von den Transitarbeitskräften. Ja, wen sehe ich und wen nicht. Da fragt Monika, du weißt besser, wer von den Damen alles da ist. Übernimmst du das jetzt kurz? Die Melanie, die Michelle, die Magda und die neue Dame ist die Caroline. Gut, und die Petra. Ja, genau, die Petra habe ich auch noch draußen gesehen. Genau, und die Frau Bürgermeister Salmon, die hat jetzt auch noch mal begrüßen. Gut, weil es ja wirklich sehr heiß drinnen ist, wir haben auch extra für die Raucher draußen eine Bankerl aufgestellt, auch im Hofbereich, aber weil es wirklich so heiß ist und dass das Essen da jetzt nicht davor schmützt oder was, würde ich sagen, danke nochmal, dass ihr da seid, schaut euch durch, ich darf die Monika dann auch bitten, dass euch ein bisschen durchs Geschäft führt, sie kann euch viel mehr erzählen über die Dinge, sie kennt sich da viel besser aus wie ihr.
Dürfen wir kaufen? Bitte gerne. Weiß, bitte gerne. Und wenn es euch gefallen hat, darfst du Werbung auch für uns machen. Ja, genau. Gut, dann einmal danke, dass du da seid. Viel Spaß noch. Wie gesagt, deine Lieblingsworte, das Buffet ist eröffnet. Und ja, danke schön. Das Bild ist gekauft und die Dings ist auch gekauft. Da. Nein, das freut mich. Ich freue mich schon. Das ist schön. Das Bild mit 50, die zwei da und die hübsche, die uns den Hintern zeigt. Ja, 50, 60, 70. Was der Mensch für sich in der Woche? Die zwei beiden Sachen, ja bitte. Ich bin auch, ich springe vom Zauber. Ja, da kann man mit beiden springen. Da bin ich auch, meine Schwester kann auch noch.